Heute habe ich vor, euch einfach mal zu zeigen, wie ich diesen Mooskranz frühlingshaft dekorieren werde. Der hat jetzt in meinem Fall einen Außendurchmesser von 40 cm und den hatte ich zur Weihnachtszeit erstellt. Das Moos hatte ich damals mit Krampen befestigt. Mein Mooskranz ist jetzt nachher für den Außenbereich gedacht und von daher werde ich nur Sukkulenten verwenden, die sich draußen halt auch wohlfühlen, also die halt nicht kaputt gehen können. Man kann sowas auch für den Innenbereich erstellen, da würde ich dann aber wiederum vorzugsweise halt auch die Sukkulenten für den Innenbereich verwenden. Das sind jetzt hier alles verschiedene Hauswurzarten, um mal ein bisschen genauer zu sein. Ich nehme die jetzt hier mal vorsichtig aus ihrem Topf hinaus. Was man auch machen könnte, habe ich aber jetzt nicht vor, ihr nehmt die alle einzeln auseinander, wenn ihr jetzt größere Röschen haben solltet und steckt die dann einfach mit einem Zahnstocher fest. Ich främe mir jetzt hier mal das Substrat vorsichtig ab, beziehungsweise was heißt vorsichtig, ne? Da gehen jetzt auch ein paar Wurzeln bei Flöten, das könnt ihr aber abhaben, die Hauswurz oder die Sukkulenten. Die sind dann nicht immer so zickig wie andere Pflanzen. Wirklich peu à peu mal abfriemeln. Hier ist auch stellenweise noch ein bisschen Heißkleber dran, den werde ich dann einfach mal so abfriemeln. Mache hier mein Moos etwas auseinander und justiere mir mal die Hauswurz. Kann man auch andrücken. So. Ich hatte auch erst noch darüber nachgedacht, die Hauswurz mit Bindedraht fest zu wickeln. Zeige ich euch mal eben. Das ist hier dieser Bindedraht. Dann kann man jetzt so vorsichtig dazwischen entlang gehen. Würde ich jetzt empfehlen, wenn ihr so einen Kranz aufhängen möchtet. Was man im Laufe der Zeit dann auch wiederum beobachten sollte, ob die lieben Vögel da irgendwie am Rumpicken sind, dann würde ich das auch lieber mal festmachen. Aber die wird in der Nähe der Terrasse, der Mooskranz kommt auf die Terrasse und da sind nicht wirklich die Vögel unterwegs, ne? Deswegen, das spare ich mir jetzt hier mit dem Festwickeln. Die Hyazinthen kann ich euch jetzt schon verraten, die werden gleich mit dem Zahnstocher befestigt werden. Wenn ihr das für den Innenbereich machen solltet mit Hyazinthen, Vorsicht, es gibt Menschen, die können den Duft der Hyazinthen überhaupt nicht vertragen. Einige bekommen davon sogar Kopfschmerzen, ne? Oder ja, die mögen den Duft halt einfach nicht. Ist jetzt bei mir kein Problem und daher, von daher ist das dann auch gar nicht mal verkehrt, wenn man Hyazinthen dann vielleicht auch größtenteils mal lieber außen platziert. Ich finde die ja so toll, die Hyazinthen. Hier einfach mal so auseinanderfriemeln. Hier ist jetzt natürlich noch eine alte Krampe. Mal eben rausfriemeln. Ich muss mal gucken, ob ich gleich noch etwas Hauswurz hinzuholen muss. Ich frieme das alte Moos jetzt hier echt so auseinander. Nicht so 100%, ne, aber so ein bisschen. So. Stopf, stopf. Könnt ihr ruhig feste drauf drücken. Das kann die abhaben, die Hauswurz. Hier einfach mal so reinjustieren. Krampe nehmen wir jetzt hier mal eben wieder hinzu. Na, da ist er ein bisschen locker geworden. Ja, und das Moos, dafür. Das Moos wird jetzt draußen auch im Laufe der Zeit wieder richtig knackig grün werden. Aber ich werde das Ganze jetzt auch mal für euch beschleunigen. Ich erzähle ja schon wieder einen halben Roman, habe ich jetzt gerade mal wieder festgestellt. Die Hyazinthen nehme ich jetzt auch mal aus ihrem Topf hinaus und frieme mir die auseinander. Da werden jetzt auch sehr viele Wurzeln bei Flöten gehen. Das können die aber abhaben, die Hyazinthen. Zack. So. Überschüssige Erde schuckel ich mir jetzt hier einfach mal ab. Man kann jetzt auch darüber nachdenken, ob man noch mehr von den Wurzeln entfernen möchte. Das ist jetzt letzten Endes wirklich Geschmackssache. Guck jetzt mal, wo will ich die gerne hinhaben, die Hyazinthen. Ich persönlich finde es ja auch immer ganz nett, wenn man die Wurzeln noch zum Teil sehen kann. In der Wohnung kann das dann aber auch manchmal problematisch werden, dass die halt relativ schnell hier so eintrocknen. Ich bin jetzt echt optisch noch am Überlegen. Zack, ich frieme die doch ab. Draußen ist das jetzt nicht so schnell passiert, ne, aber halt innerhalb der Wohnung. Je nachdem, wie warm das bei euch in der Wohnung ist. So, wo ist mein Zahnstocher? Ah, mir ist der Zahnstocher abgebrochen. Nein. Mal gucken, ob das jetzt noch geht. So, mach mir mal Gedanken, wo will ich die überhaupt platzieren? Man könnte sie jetzt auch etwas in den Moos, ich sag mal, versenken. Ist vielleicht auch nicht schlecht, der Gedanke. Auch mal hier etwas wieder auseinanderfriemeln. Na, da sitzt eine Krampe. Kommst du? Boah, die sitzt aber extrem fest. Ich krieg die gar nicht raus. Gibt's da gar nicht. Kommst du wohl raus? Uppa. Eine Efeunadel war das sogar.
Ach stimmt, ich hatte damals die etwas längeren verwendet. Friemel, Friemel. Das wollte ich schon ernsthaft so rum reinstecken. Das wäre es jetzt gewesen. So, Mousse es auseinander. Und steck die dann fest. Ne? Das sitzt dann auch richtig gut da dran. Ja, und das mache ich jetzt hier, ich sag mal, so lange, bis ich damit zufrieden bin. Die könnten wir eigentlich auch schon auseinander friemeln. Ich habe mir jetzt so meine Gedanken gemacht, wie ich meinen Kranz weiter dekorieren möchte. Und ich werde jetzt als nächstes Islandmoos einarbeiten. Dann habe ich hier getrocknete Tillandsien. Ja, und die beiden Materialien werden jetzt mit Efeunadeln befestigt werden. Eventuell kommen noch diese Gräserpusche hinzu. Die stecke ich dann aber nur so in das Moos hinein. Und eventuell kommen auch noch ein paar Narzissen hinzu. Die werden dann genauso befestigt werden wie die Hyazinthen auch. Ja, und hier hinten befinden sich jetzt noch Zapfen von einer Erle. Kleinen Moment, da ist jetzt noch ein anderer Zweig dazwischen gewesen. Das hier sind Erlenzapfen, werden auch nur draufgelegt werden. Eventuell hole ich mir gleich noch die Heißklebepistole hinzu, weil ich habe noch ein paar andere Gedankengänge im Kopf rumschwirren. Weiß ich noch nicht, ob ich das machen werde. Wie gesagt, als erstes jetzt erstmal das Islandmoos, die getrockneten Tillandsien und dann schon mal die Gräser. Ja, und natürlich die Narzissen, ne? Die würde ich jetzt sogar vorzugsweise mal als erstes einarbeiten. Habe ich mir jetzt gerade noch spontan so gedacht. Die stehen in so einer Art Sand oder sind in Sand. Uah, das wird jetzt hier ordentlich rieseln. Ich glaube, ich mache das mal eben hier draußen auseinander. Mein Frühlingskranz ist jetzt so gut wie fertig und ich werde den jetzt mal auf einem Teller platzieren, weil dann habe ich es nachher einfacher, ja, mit dem Transport meines Kranzes. Und was ich nun machen werde, das kann man machen, muss man aber nicht machen. Ich habe mir jetzt noch überlegt, in der Mitte des Kranzes werde ich noch dieses Glas platzieren. In dem Glas befindet sich schon Dekosand. So, jetzt muss ich mal eben aufpassen auf die eine Sukkulente, nicht, dass ich die aus Versehen kaputt quetsche. Hyazinthe, passt das? Jo, das passt. Und in die Mitte des Glases kommt wiederum diese Kerze. Ihr könnt alternativ auch einfach LED-Kerzen verwenden. Ich glaube, ich hole nachher mal eine etwas kleinere Kerze. Ist ja letzten Endes sowieso immer alles Geschmackssache. Ja, diese Gräserpusche, ich weiß nicht. Irgendwie sahen die so aus, als wenn sie da nicht hinein gehören. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich die hier vielleicht direkt an dem Glas einarbeiten werde. Natürlich nicht innerhalb von dem Glas. Dann habe ich hier noch einen kleinen süßen Dekovogel. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich an dieser Stelle hier noch Platz gelassen hatte. Kommt hier mal ein Zahnstocher hinein, damit er nachher nicht umkippen kann. Ich glaube, das sieht ganz süß aus. Ihr könnt auch einen Ast nehmen zum Befestigen oder ein Stückchen Draht. Was wollte ich noch erzählen? Ach ja, und dann habe ich noch spontan mir gedacht, ich werde mit der Heißklebepistole noch ein paar Schneckenhäuser befestigen. Ich glaube, ich habe jetzt alles soweit erwähnt. Ich denke, die müssen wir hier ein bisschen anders gleich noch platzieren. Tappen rüber. Geht das? Jo, das geht. So ist es ein bisschen besser. Oder hier noch ein bisschen rumfummeln. Ja, mal schauen, ne? Aber das, was ich jetzt noch einarbeiten werde, das beschleunige ich jetzt mal für euch. Mit der Dekoration meines Kranzes bin ich nun soweit fertig und ich bin jetzt auch im Nachhinein froh, dass ich die größere Kerze durch eine kleinere Kerze ersetzt habe. Ja, und wie bereits erwähnt, ist das Ganze jetzt in meinem Fall für den Außenbereich gedacht, kommt jetzt nachher auf unsere überdachte Terrasse und der Kranz wird dann einmal die Woche mit der Sprühflasche bewässert werden.
Ja, und wenn im Laufe der Zeit die Hyazinthen und Narzissen mal verblüht sind, dann werde ich meine einfach in den Garten auspflanzen. Alternativ könnt ihr sie auch in Töpfe pflanzen und hebt sie dann einfach auf für das nächste Jahr. Und in die Videobeschreibung trage ich auch nochmal das Entstehungsvideo hier zu dem Mooskranz ein. Und dort findet ihr auch nochmal alle benötigten Materialien für das Projekt. Ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!